Ja, herzlich willkommen hier am Car Technik and Repair Channel. Heute geht es um einen Luftfilterwechsel bei einem Astra H. Und wir haben jetzt hier den 1.6er mit 116 PS. Ja, und Luftfilterwechsel. Da ist er. Da ist der Kasten, da ist der Filter. Und da gehen wir jetzt bei. Um den Luftfilterkasten zu öffnen, ist relativ einfach. Ihr habt ringsrum 5 Torx-Schrauben und einmal eine Schelle bzw. der Ansaugschlauch. Der ist mit einer Schelle befestigt, mit einer 7er Schlüsselweite. Alles jetzt einmal öffnen. Und nachdem ihr die 5 Torx-Schrauben gelöst habt, löst ihr jetzt die Schelle mit der 7er Schlüsselweite, macht eine 7er Nuss drauf, könnt die ganz normal lösen. Und das war's. Jetzt könnt ihr den Kasten vorsichtig anheben, er ist jetzt lose, und drückt euch den vorsichtig und langsam Richtung Motor. So, jetzt habt ihr den geöffnet und da ihr die Schelle jetzt ja gelöst habt, könnt ihr jetzt den Deckel davon trennen. Jetzt habt ihr den Deckel in der Hand. Den packt ihr euch beiseite. Und dann habt ihr jetzt hier euren alten Luftfilter. Da ist er. Also ich habe schon schlimmere gesehen, aber trotzdem, der muss getauscht werden. Und ihr mal reinguckt, was da alles so für ein Dreck drin ist. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, und nachdem ihr dann hier euren Luftfilter rausgeholt habt, seht ihr, habt ihr jede Menge Dreck hier drin. Jede Menge Laub und Staub und sowas, alles was vom Luftfilter zurückgehalten wurde. Da, was auch Sinn und Zweck der Sache ist. Und jetzt gehen wir bei und saugen den Kasten einmal aus. Man könnte ihn jetzt auch mit einer Ausblaspistole einmal ausblasen, aber das mache ich nicht. Aus folgendem Grund, wenn man hier mit einer Ausblaspistole reingeht, dann fliegt euch der ganze Scheiß zwar raus, aber es landet überall anders, wo ihr es gar nicht hinhaben wollt. Deswegen bevorzuge ich einen Staubsauger. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Und ja, wie gesagt, einen Staubsauger, alles einmal schon aussaugen und dann machen wir jetzt. So, das war's. Und dann nehmt ihr jetzt euren neuen Luftfilter und setzt ihn einfach wieder rein. Schön ansetzen, reinlegen, gucken, dass ihr hier eine Führung drin seid. Wenn ihr bei einem anderen Modell oder anderen Fahrzeug einen Luftfilterwechsel durchführt, ihr habt hier unten so eine Art Kanten, beziehungsweise manchmal auch Führungen drin, dann müsst ihr darauf aufpassen, dass sie überall schön in den Nut drin sind, dass da keine Falschluft ansaugt. Dafür sind die Dichtungen da und das passt jetzt hier wunderbar. Dann nehmt ihr euren Luftfilterkasten. Guckt, dass die Schrauben hier, so wie jetzt hier zum Beispiel, die gucken ja hier ein bisschen raus. Wenn es machbar ist, guckt, dass ihr die ein bisschen zurückgedreht kriegt. Ist nämlich einfacher beim Ansetzen aus Erfahrung her. Ihr könnt ihr später wieder reinsetzen. So, und ihr seht, der fährt jetzt ja noch weiter zurück. So, und somit holt ihr euch den Luftfilter nicht wieder aus der Führung raus. So mache ich das ganz gerne. Erleichtert einfach nur den Einbau. Also einfach nur gucken, wie hier, gerade in den schwierigen Kanten, dass ihr die bündig habt, dass die Schrauben so weit wie möglich zurück sind. Nehmt ihr euren Deckel, setzt den wieder drauf, Schelle vorholen, ich mache euch mal ein bisschen zurück. So, und dann nehmt ihr euren Luftfilterdeckel und schiebt den einfach über den Luftfilter wieder in die Seite rein, bis ihr gerade drauf liegt, drückt euch den ein bisschen runter. Guckt euch das einmal ringsherum an. So. Das passt jetzt hier wunderbar. Und dann zieht ihr alle 5 Torx-Schrauben wieder fest. Dann nicht vergessen, die Schelle wieder festziehen. Und fertig. Das war jetzt ein Luftfilterwechsel beim Opel Astra H, 1.6er Benziner, 116 PS. Ja, ich hoffe, euch das Video hat gefallen. War jetzt zwar nichts Spannendes, eigentlich was ganz Einfaches, aber trotzdem. Man kann es ja trotzdem filmen und zeigen. Gut, ja, Dankeschön fürs Zuschauen
euer Million Dollar One. Und dann bis zum nächsten Mal.